Herzliche Grüße aus der Corona-Verbannung, in der wir uns alle immer noch befinden. Nach Ostern inzwischen Mitte April und es nimmt scheinbar noch kein Ende, obwohl ein gewisser Anlauf des Geschäftslebens wieder stattgefunden hat. Jedenfalls hier bei uns in der Neustadt sind kleine Geschäfte wieder auf und das ist auch schön, es ist einfach ein Stück Normalität, aber es ist eben doch noch nicht das ganz normale Leben wieder. In Kindergärten, Schulen und bei vielen von euch, auch beruflich, ist alles noch anders, als wir es immer gewöhnt gewesen sind. Ich hoffe, ihr haltet durch und ihr kriegt von oben, von Gott auch Kraft und Ermutigung und die Einsicht, wie ihr eure Tage sinnvoll füllen könnt. Ich will euch Mut machen oder die Anregung geben, nun doch auch in dieser Zeit einmal die Bibel zur Hand zu nehmen. Und zwar will ich das tun mit einem Gedicht von Kurt Marti. Ich habe ein wunderbares Büchlein hier von ihm in meinem Bücherschrank, Die gesellige Gottheit, wenn ihr das irgendwie kriegen könnt. Ein toller Schriftsteller. Ich glaube, im letzten Jahr ist er verstorben, 90-jährig ungefähr, Schweizer Theologe und Dichter, auf vielen Kirchentagen wichtig gewesen, Kurt Marti. Und er schreibt über die Bibel. Und vielleicht macht euch das Lust zum Lesen der Bibel, dass ihr sie einfach mal bei der Hand nehmt und dass ihr die Zeit jetzt nutzt, setzt euch in den Schatten oder in die Sonne oder irgendwo hin, wo ihr euch wohlfühlen könnt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Das betrifft lange nicht alle, aber einige von euch haben ja nun auch mehr Zeit als vorher mal Dinge zu tun, die sie immer schon mal machen wollten. Nehmt doch die Bibel zur Hand und schlagt sie an beliebiger Stelle auf und macht eure Erfahrungen damit und vielleicht macht es nicht so kompliziert. Also, wenn ihr merkt, es gefällt mir nicht, was ich hier lese, ich kann da nichts mit anfangen, dann quält euch da nicht mit rum, sondern blättert einfach weiter oder vor und schaut euch einen anderen Text an. Blättert vielleicht so lange, bis ihr einen Bibeltext findet, wo ihr merkt, da habe ich jetzt Lust, das zu lesen, das macht mich neugierig, das ist interessant. So könnt ihr einen guten Einstieg finden. Keinesfalls müsst ihr von Anfang bis Ende alles durchlesen. Ich habe das als junger Mann natürlich so gemacht, weil ich irgendwie auch als Deutscher dachte, das muss alles seine Ordnung haben und was man anfängt, soll man richtig machen. Aber inzwischen weiß ich, dass es gibt ganz andere Wege, einen Zugang zur Bibel zu finden. Vor allen Dingen eben diesen Weg, dass man sich mit Texten beschäftigt, die einen interessieren, die einen ansprechen. Jetzt habe ich aber dieses Gedicht hier für euch von Kurt Marti, Das gesellige Buch. Das gesellige Buch von Kurt Marti. Ein Buch, mehr noch, eine Bücherei. 66 verschiedene Bücher von nicht nur 66 verschiedenen Autoren, denn manch eines enthält nach Art der hölzernen Babuschkas in sich wiederum 3, 4 kleinere Bücher verschiedener Autoren. Nicht zu vergessen die namenlosen Scharen späterer Bearbeiter, Ergänzer, Verknüpfer, der fromme Fleiß ihrer minutiösen Textfinissage während rund eines Jahrtausends jüdisch-urchristlicher Geschichte. Allmählich entstand es so, ein Bücherbuch vieler Stimmen, die nacheinander, nebeneinander, durcheinander, gegeneinander, miteinander reden, singen, murmeln, beten. Dissonanzen? Jede Menge. Widersprüche? Noch und noch. Kein ausgeklügelt Buch. 100 Stimmenstrom. Selbst Schriftgelehrte ermessen ihn nicht. Wohin will er tragen? Über Schwellen, Klippen, Heim zu, Heil zu, hoffe ich. Merklich oder unmerklich nämlich strömen die verschiedenartigen, die verschieden zeitlichen Stimmen denn doch und stets wieder zu einer Stimme zusammen. Das Wunder dieses Zusammenfließens ist größer als das Wunder eines einzelnen Autors. Viel Stimmenbuch also, geselliges Buch, geselligstes der Weltliteratur, in ihm wird die eine, die verlässliche Stimme der geselligen Gottheit laut. Amen. Soweit dieses kleine Gedicht von Kurt.
Kurt Marti. Und nun schnappt euch eure Bibel. Viel Spaß und gute Erfahrungen beim Lesen.